Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Sacred Conversations, deiner Lieblings-Podcast-Folge, Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich? Darauf kommen wir gleich. Ich möchte aber noch was anderes vorab sagen. Und zwar halte ich hier was ganz Besonderes in der Hand. Für diejenigen, die auf YouTube da sind, die sehen es jetzt schon mal direkt. Ansonsten für diejenigen, die auf Spotify zuhören. Ich habe hier die Kamera, mit der wir normalerweise den Podcast aufnehmen, in der Hand. Und gerade nehmen wir mit dem Handy auf, weil die Kamera habe ich nicht genügend geladen. Und ich möchte an dieser Stelle nur noch mal betonen, dass du jedes Unterfangen einfach starten kannst. Also vielleicht, wenn du jetzt irgendwie Chirurg werden willst, weiß ich nicht, ob du sofort anfangen solltest, an einem lebendigen Menschen, an seinem Herz rumzuoperieren. Aber bei so, so vielen Dingen, so, so vielen Plänen, die wir haben im Leben, lassen wir uns davon abhalten, es zu machen durch irgendwelche Gedanken, die wir haben, dass wir jetzt irgendwie denken, okay, ich habe jetzt nicht das perfekte Equipment, in Anführungsstrichen, für einen Podcast aufzunehmen, also kann ich damit noch nicht anfangen. Ja. Oder mir fehlt jetzt vielleicht noch irgendwie die finanziellen Mittel, um auf Weltreise zu gehen oder was auch immer, also kann ich jetzt noch nicht damit anfangen. Und sowas erzählen wir uns immer und immer und immer wieder. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass du jetzt starten kannst oder dass du zumindest anfangen kannst auf der Ebene, die jetzt möglich ist. Und das Ganze kann sich ja dann auch weiterentwickeln. Und auch da ist unser Podcast, mal abgesehen von all den Folgen und den Inspirationen, die wir ja hier schon geliefert haben, ist ein absolut tolles Beispiel dafür. Wir haben einfach angefangen, erste Staffel auf Zoom. Naja, so eine Videoqualität, naja, Audioqualität, ne? Aber man hat es verstanden und es kam das rüber, was wir rüberbringen wollten. Und jetzt mittlerweile haben wir halt einfach schon viel bessere Ton- und Videoqualitäten. Also an dieser Stelle einfach die Erinnerung, fang an mit dem, was du dir vorgenommen hast. Mein Motto immer und immer wieder die letzten 20 Jahre, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Wenn du hier hinter die Kulissen gucken könntest, was heute sich so durch den Tag durchgezogen hat, wir hätten gefühlt 1000 Gründe gehabt, jetzt heute zu sagen, ach, heute machen wir keine Podcast-Folge. Doch, steht auf dem Plan, wir wollen die jetzt machen und machen es dann auf dem Weg. Ja. Auf den Inhalt kommt es an. Genau. Ja. Auch wenn mein Kopf mir eben schon erzählt hat, das war jetzt nicht der perfekte Einstieg, weil, aber der Einstieg war genauso, wie er war, perfekt und let's go. Letzten Endes ist ja eigentlich auch das Intro der Einstieg. Den Einstieg, den machen wir eigentlich auch immer nur für uns, um wirklich uns einzuschwingen, dass wir jetzt was aufnehmen, ne? Genau, lass dich davon also nicht irritieren, wenn du zweimal willkommen hörst. Genau, ich habe ein Thema mitgebracht. Wir haben schon ein kleines bisschen darüber gesprochen, aber werden es hier nochmal ausführlicher tun. Und zwar haben wir die letzten vier Tage oder waren es fünf Tage, vier Nächte auf jeden Fall, haben wir in einem vier Sterne All-Inclusive Urlaubs Beach Hotel, Ressort verbracht und all-inclusive, ne? Also da ist ja dann alles mit drin, also Frühstück, Mittag, Abendessen, Snacks zwischendurch, Getränke, alles mit drin.
Ist ungefähr so wie All-Inclusive von der Irmgard Anna Bronder Akademie, ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Da geht es ja auch darum, dass man es wirklich gemütlich hat und dass da alles wirklich drin ist, aber eben als Coaching-Programm verpackt oder als Coaching-Paket zusammengeschnürt aus so, so vielen einzelnen Sachen, um dir deine Transformation, deine Weiterentwicklung und vor allem dein Erschaffen deines Traumlebens nach deinem Seelenplan mit deinem Seelenberuf wirklich so easy und entspannt wie möglich zu machen. So viel zum All-Inclusive-Paket von uns. Jedenfalls waren wir in diesem Hotel und mir ist eine, oh Gott, das sind so viele Erkenntnisse. Eigentlich könnten wir aus den ganzen Erkenntnissen nochmal einzelne Podcast-Folgen machen, werden wahrscheinlich auch demnächst entstehen. Aber wir belassen es jetzt erstmal in dieser Folge bei einem Thema. Und zwar kam mir so ein Gedanke über Konsum. Mhm. Wir wollen ja hier auch ein bisschen philosophieren und letzten Endes geht es ja auch nicht nur um Philosophie, sondern auch, wie wir das ganz praktisch in unser Leben anwenden können und wirklich leben können. Und zwar, ich werfe jetzt einfach mal so den Gedanken in den Raum. Man kann natürlich selber da noch ein bisschen weiterdenken und diese weiß nicht, 20, 30 Minuten, die werden wohl nicht reichen, um dieses Thema ausreichend zu beleuchten, aber einfach so, dass du dir selbst auch mal so ein Bild davon machen kannst. Und zwar, dass Konsum jeglicher Art jetzt nicht das Förderlichste ist. Ich sag's jetzt mal so. Mhm. Ist jetzt egal, ob es ums Essen geht oder ob es um Streaming-Plattformen geht oder Social Media oder sowas. Oder egal, was wir konsumieren können, dass der Konsum quasi das Gegenteil ist von bewusstem Erfahren. Mhm. Und ich nenne jetzt einfach mal praktische Beispiele, die fast jeder kennt. Wenn wir uns zum Beispiel, wir haben Abendessen und so und wir überessen uns. Das kann auch beim Frühstück passieren. Also das ist ja egal bei welcher Mahlzeit am Tag. Wir überessen uns mal so gerne und sind danach so pappsatt, dass wir uns erstmal hinlegen müssen. Und dann sind wir so, wieso, ne? Gott, wenn dann nicht noch irgendwie sowas wie Magentabletten oder sowas ins Spiel kommen oder was auch immer. So, und das ist ja so, das passiert ja einfach auch so leicht, ne? Oder, dass wir den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen, Social Media konsumieren oder eben Streaming-Plattformen und irgendwelche Serien und Filme gucken und so weiter und so fort. Und man kann auch Bücher konsumieren, man kann sogar spirituelle Bücher und Filme konsumieren, ne? Also, das nimmt eigentlich keine Grenzen. Und ich finde, der ganz, ganz wichtige Aspekt bei dem Ganzen ist, was mache ich als Konsum bzw. Kompensation und was mache ich aus einer bewussten Entscheidung für die Erfahrung heraus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel esse, kann ich entweder konsumieren und kompensieren. Das heißt, ich fühle mich zum Beispiel nicht so gut oder ich weiß nicht, hat heute irgendwie nicht so einen guten Tag oder bin ein bisschen traurig oder vermisse jemanden, fühle mich einsam und allein. Und dann kommt es doch mal öfter vor, dass ich nach der Tafel Schokolade greife, nach den Chips oder eben selbst bei dem gesunden Mittagessen mal noch eine Kelle hole und noch und noch und noch, bis ich dann am Ende so da liege und total voll bin. Und danach fühle ich mich eigentlich immer noch nicht besser oder fühle mich sogar noch schlechter und mache mir dann vielleicht noch Vorwürfe etc. Ne? So, und die andere Seite wäre das bewusste Essen, das dankbare Essen. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Mittagessen vor mir und genieße Bissen für Bissen und dann werde ich noch merken, dass ich wesentlich schneller satt sein werde.
dann wird das Sättigungsgefühl, das werde ich dann einfach wahrnehmen. Also nicht, dass ich schneller satt werde, sondern ich werde es einfach wahrnehmen. Bei dem anderen, bei dem Konsumieren, isst man eventuell auch schnell oder halt einfach viel und nimmt das Sättigungsgefühl gar nicht wahr, beziehungsweise merkt es erst, wenn man halt wirklich so kurz vorm Platzen ist. Ne? Und ich kann dann zum Beispiel, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt irgendwie so Lust auf Schokolade oder auf Chips oder auf irgendwas oder lass es auch die nächste Serie sein, der nächste Film sein, wo ich mich vor den Fernseher fläze, dass ich mich irgendwie nicht so gut fühle und damit versuche, mich abzulenken oder mich besser zu fühlen oder den nächsten Dopamin oder wie heißt das andere Glückshormon mit E? Weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Okay, egal. Dopamin, Serotonin. Ja, genau. Also diese Glückshormone, auf den nächsten Kick warte, damit das Ganze eben ausgeschüttet wird, ich mich für einen kurzen Moment wieder besser fühle. Mhm. Und da liegt halt auch schon das Ding. Konsum jeglicher Art macht krank. Weil wir versuchen, mit einem kleinen Kick uns besser zu fühlen. Das ist genauso wie bei einem Drogenkonsumenten. Drogen kann man auch konsumieren. Die suchen nach dem Kick, nach dem nächsten Kick und der nächste Kick und das zerfrisst den Körper. So, das ist jetzt alles ein bisschen krass ausgedrückt. Ganz krass ausgedrückt. Ich will nur darauf hinaus, also es ist, ich sage auch nicht, dass wir nie konsumieren oder so oder dass wir nie uns überessen oder so. Ne? Der erste Schritt ist halt einfach mal, dass es einem bewusst wird und dass man so anstreben kann, ein bewussteres Leben zu führen. Ohne jetzt irgendwas zu idealisieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt perfekt werden, ich darf jetzt nur noch so und so viel essen und ich darf nie wieder Fernsehen, nie wieder ein Buch lesen, ich muss immer nur in der Natur sein, das sagen wir auch nicht. Und also darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Es geht nur darum, dass das auch ein wesentlicher Aspekt davon ist, was uns gesund sein lässt oder was uns krank werden lässt. Mhm. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich war gerade ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, über die Aussage, macht uns krank. Ist jetzt nicht unbedingt in meiner Welt, dass es uns krank macht. Es liegt eine Gefahr drin und Konsum, egal welcher Konsum, ist in meiner Welt mehr so eine Ablenkung von einem selbst. Mhm. Es gibt ja von allem zwei Seiten. Es ist ja wunderbar, dass wir Social Media haben, dass wir diese Technik hier haben, dass wir weltweit uns vernetzen können, dass wir über Plattformen wie Zoom und Co. miteinander sprechen können. Und es ist ja auch wunderbar, dass wir unsere Botschaft auf dem Weg hier über Social Media verschiedene Kanäle verteilen können. Ist ja alles wunderbar. Und ich kann als Konsument mir ja da auch wunderbare Inspirationen rausholen. Den ein oder anderen Podcast bin ich ja selbst auch Nutzer, wo ich mich immer freue, wenn eine neue Folge rauskommt. Weiß ich immer schon, dann kommt die neue Folge und gucke immer, dass ich das auch schon einplane und so. Da nehme ich ganz, ganz wertvolle Aspekte mit raus. Ansonsten konsumiere ich relativ wenig Social Media und Co., sondern sehr gezielt beschäftige mich lieber dann mit Dingen, die mich den nächsten Schritt weiterbringen lassen, sei es, dass ich mir was anhöre, dann möglicherweise schon auf Social Media von einem meiner Mentoren oder im internen Programm oder in der Richtung. Also ich schau da, vielleicht hat es auch viel mit meiner jugendlichen Generation zu tun, dass ich da sehr differenziert mit umgehe. Weiß aber auch, das ist mir auch schon passiert, dass ich da gescrollt habe und geguckt habe und gedacht, wow, was ist denn jetzt los? Sind 2 Stunden vorbei, wie geht das? Ne? Solche Dinge. Das ist das eine. Und im Hinblick mit Essen, ich schaue, dass ich möglichst oft und viel mit meinem Körper so in Kommunikation bin, dass ich Frustessen und solche Dinge halt vermeide. Das heißt aber nicht, dass mir nicht mal passiert, wenn ich, das merke ich insbesondere so an Tagen, wenn der Terminkalender mal ein bisschen mehr gefüllt ist als sonst, dass ich da zwischendrin mal so Lust habe, Chipstüte oder so, wo bist du, ne? Solche Gedanken hege.
Das passiert mir auch schon mal, dass ich dann da reingreife. Das ist es ja nicht. Aber wenn ich jetzt das Wochenende hier, die Tage, die letzten Tage Revue passieren lasse, ich habe mehr gegessen als sonst. Außer Frage. Habe aber auch mit meinem Körper so kommuniziert, okay, wir essen jetzt hier mal so, wie wir Lust haben, schon bewusst, aber dennoch ein bisschen mehr. Und ja, wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann achte ich mal wieder mehr darauf. Also so ein bewusster Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Was ich mir da auch angeeignet habe, ist zum Beispiel immer nur mit einem Dessertteller ans Buffet zu gehen. Nie mit einem großen Teller, weil da landet ja dann automatisch schon ein bisschen weniger drauf. So ein Dessertteller, machst einen Löffel drauf, ist der ja schon fast gefüllt. Ne? Also so beobachte ich mich dann selbst und gehe so selbst in der Richtung mit mir um. Schau, dass ich achtsam bin. Und was ich auch ganz viel gemacht habe, gerade beim Essen, Dankbarkeit, dass ich dankbar war für dieses wunderschöne Ressort, dankbar für die vielen Menschen, die diesen Betrieb überhaupt aufrechterhalten, dass das alles möglich ist, also für diejenigen, die das Ressort mal haben entstehen lassen, für die Menschen, die aktuell dort arbeiten, für die Köche, für das Personal. Ich weiß nur, wie unsere Hausdame so gestrahlt hat, als ich ihr Geld noch in die Hand gedrückt hatte am letzten Tag als Dankeschön, weil sie hat unsere Handtücher immer so wunderschön drapiert und aufs Bett. Das war immer so eine Augenweide, wenn du vom Frühstück zurückgekommen bist und da war mal ein Schwan oder was auch immer das alles so bedeutete. Das macht mir dann Freude und diese Dankbarkeit da auszusenden und sowas zu genießen. Und wenn wir es aus ökologischen Gründen sehen, ja, dann müssten wir alle ein ganz anderes Leben führen. Bewertend gesehen müssten wir das. Das andere Ding ist aber, es ist ja nur eine Bewertung, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Und die Welt, also es ist ja schon erstaunlich, nicht nur was unser eigener Körper bewertend, wenn ich manchmal welche sehe, wo ich denke, puh, was der Körper da alles zu schaffen, zu verarbeiten hat. Das ist ein Wunderwerk überhaupt. Mhm. Und dann mal so vergleiche, was ich dann so täglich konsumiere, gerade an Essen und solche Dinge. Das ist für jemand anderen ja, Mini-Portion, was ich so tagsüber teilweise konsumiere. Aber nicht, weil ich denke, ich darf nicht mehr, sondern weil ich da so ein bisschen Körperbewusstsein im Laufe der Jahre aufgebaut habe. Und wenn man es mal unter dem Aspekt sieht, was unsere Welt, unser Planet hier auch alles wegsteckt. Und dennoch ist er ja in der Lage, sich zu wehren. Dagegen haben wir überhaupt keine Chance, sind wir ja auch, ne, Fingerschnitt dagegen. Und so gesehen in meiner Welt, in meiner Wahrheit, in meiner Welt braucht die Welt Freude. Freude und Spaß. Und dann ist es auch für die Welt weniger ein Thema, wenn wir jetzt gewisse Dinge aus ökologischen Gründen sehen. Ach so, weil es ist viel, viel mehr möglich. Ich wollte gar nicht so auf den All-Inclusive-Urlaub jetzt eingehen. Okay. Das war nur der Auslöser von dem. Und die Beispiele, die ich jetzt auch genannt habe mit dem Fernsehen oder mit dem Essen, das sind jetzt halt einfach zwei Beispiele, wo ich denke, dass das viele verstehen können. Natürlich kann man kann eigentlich alles konsumieren. Ich kann auch Arbeit konsumieren, ich kann Beziehungen konsumieren, Sexualität kann ich konsumieren. Und Spielsüchte. Spielsüchte oder diese ganz offensichtlichen Dinge, Alkohol, Drogen, Zigaretten, Kaffee. Ich kann sogar Tee konsumieren, Grüntee, Schwarztee, was auch immer. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass, das ist ja letzten Endes auch das, was du gesagt hast, weil ich ja gesagt habe, Konsum macht krank. Wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir uns ja von uns selbst ein Stück weit entfernen. Und was passiert, wenn wir uns von uns selbst entfernen? Ja. Dann schickt die Seele Botschaften und sagt, hey, komm mal wieder her. Und wenn wir auf die Botschaften nicht hören, dann kommt es eben auf körperlicher Ebene. Das ist das, was ich meinte. Und es geht mir jetzt auch weniger darum, jetzt zu sagen, okay, kein All-Inclusive-Urlaub mehr oder ne. Also darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern einfach nur auf dieses bewusstere Leben, wie du es jetzt halt auch beschrieben hast. Ne? Also dieses
bewusster, also wenn ich mir dessen bewusst bin, warum ich jetzt zur Chipstüte greife, dann macht das schon mal einen gewaltigen Unterschied, als wenn ich die Chips einfach so in mich rein inhaliere und sie sind weg und danach fühle ich mich einfach nur schlecht. Aber wenn ich mich bewusst dazu entscheide, macht das für mich schon mal einen ganz, ganz großen Unterschied. Ne? Und dann esse ich eventuell auch weniger. Oder ich bin schon im Prozess drin, dass ich das, warum auch immer ich jetzt eben zur Chipstüte greife, dass ich das in mir verarbeiten kann und sehen kann, okay, was ist denn da eigentlich gerade los? Ah, ich fühle mich einsam. Okay, aber wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ich mit mir mich in dieser Ganzheit fühle, mich in dieser Erfüllung fühle, mich als Teil des Lebens fühle? Und dann kann ich damit schon arbeiten, dann habe ich letzten Endes vielleicht schon gar keine Lust mehr auf die Chips. Ne? Mhm. Also ich will gar nicht sagen, iss keine Chips mehr, guck kein Fernsehen mehr, trink keinen Kaffee mehr, arbeite weniger oder was auch immer. Das will ich alles gar nicht sagen. Es geht mir nur darum, mehr Bewusstsein in diese ganzen Dinge reinzubringen. Mhm. Und damit eben auch mehr einen Schritt Richtung Gesundheit und Richtung Erfüllung zu gehen. Ne? Und deswegen habe ich es halt auch so gesagt, Konsum macht krank. Wenn wir es halt alles immer so unbewusst machen und in uns reinstopfen und uns berieseln lassen und all das nur machen, um uns abzustumpfen und taub zu werden. So nach dem Motto, ich will nicht fühlen, was da ist, ich bin wütend, dann esse ich halt Schoki, weil ich mich nach der Süße im Leben zum Beispiel sehne. Oder ich fühle mich einsam und dann gucke ich mir irgendwas an oder so. Oder ich komme gerade nicht mit meinen Gefühlen klar, dann arbeite ich halt ganz viel oder keine Ahnung, was auch immer. Oder ich nutze andere Menschen dafür, um es jetzt auch mal krass auszudrücken. Treffe mich ganz viel, weil ich nicht mit mir selber sein will. Ich sage jetzt einfach nur mal so extremere Beispiele, weil wir es dann einfach auch leichter verstehen, was da passiert. Und je bewusster ich werde, für mich ist das auch jetzt keine Task oder so Challenge, so nach dem Motto, werd jetzt bewusster und guck doch mal und du solltest. Also, will ich gar nicht sagen. Warum ich das teile, ist, weil ich das einfach mega spannend finde, mich mit mir auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen und zu verstehen, ach, guck mal, jetzt habe ich so und so gehandelt, jetzt habe ich zum Beispiel schon wieder mehr gegessen, als ich eigentlich wollte oder als mein Körper eigentlich wollte, als mir eigentlich gut tut, mir jetzt persönlich. Okay, woran lag das denn? Was war denn vorher? Wie habe ich mich denn heute gefühlt? Wie kam es denn dazu? Warum habe ich diese Stimme nicht gehört? Oder warum habe ich mich dagegen entschieden, darauf zu hören, dass jetzt einfach genug ist? Warum habe ich jetzt schon wieder mehr gegessen? Mhm. Na? Da geht es natürlich auch sehr in die Tiefe, aber also ich finde das mega spannend und das ist der Grund, warum ich es halt heute hier teilen wollte, um einfach auch da eine neue Perspektive zu schaffen. Ja. Es geht, glaube ich, um das Bewusstsein, nichts oder möglichst wenig zu komprimieren. Zu kompensieren, genau, danke. Ich hatte schon den nächsten Gedankengang, weil wenn man mal von den Chipstüten, was wir ja bewertend sagen, das ist nicht förderlich. Ich kann mich ja auch, um nochmal den Begriff zu nennen, überessen, weil ich etwas kompensiere und stopp 5 Bananen in mich hinein. Ja. Oder 5 Mangos. Ja, kann ja auch alles passieren. Ja. Also um dieses Bewusstsein geht's, sich dabei zu beobachten, also in meiner Welt, wenig zu kompensieren, sondern so bei sich selbst, mit sich selbst connected zu sein, dass ich das wahrnehme, okay, jetzt bin ich dazu geneigt, was in mich hineinzustopfen, egal jetzt was, und mich dann selbst an die Hand nehme. Atmen hilft da immer sehr gut bei mir. Und das einfach mal wahrnehme und dann entsprechend eine bewusste Entscheidung treffe. Das kann dann auch schon mal sein, okay, jetzt esse ich die 3 Bananen, jetzt ziehe ich mir die Chips rein. Egal jetzt was, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Genauso im Grunde genommen auch jetzt diese Tage in dem schönen Ressort, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, okay, es gab Frühstück, es gab Mittagessen, es gab Abendessen, ansonsten gibt es in meinem Tag Frühstück und nachmittags noch was und das war's. Und es gab auch, ich glaube fast zu jeder Mahlzeit, habe ich auch mal bewusst ein Gläschen Wein mal getrunken, was ich ansonsten im Alltag nicht trinke. Am Wochenende gibt es mal
zum Special Anlass ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier, aber ansonsten trinke ich ja nicht jeden Tag zum Essen Alkohol oder sowas, ja? Es war eine bewusste Entscheidung. Und ja, und dann, es heißt ja auch, nach deinem Glauben wird dir geschehen, dann macht das ja auch weniger mit dem Körper. Ja, absolut. Das ist das, was ich meinte. Also, dass es dann vor allem was mit dem Körper macht, wenn wir es benutzen, Ja. wenn wir es nicht bewusst erfahren. Also, nehmen wir mal das Essensbeispiel, ne? Ich kann, wie gesagt, ich kann mir jetzt einen Teller hinstellen und essen, 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 bis ich einfach nicht mehr kann, bis ich bis oben hin voll bin und dann fühle ich mich so. Oder ich stelle mir den Teller hin und erfahre das Essen. Ich rieche es, ich schmecke es, ich fühle es in meinem Mund quasi. Ne, ich fühle die Wärme oder die Kälte, je nachdem, was ich esse. Auch ein Eis kann man ja genauso essen. Ich spüre, wie es in meinem Magen ankommt und so weiter. Ich fühle vielleicht auch nach dem Essen in meinen Bauch hinein, wie sich's da anfühlt und so. Das ist ja ein bewusstes Erfahren und kein, also für mich ist da der Unterschied zu dem einfachen Konsumieren, um sich irgendwie besser zu fühlen. Und das muss man ja auch erstmal checken, warum man das jetzt Ja. macht, warum ich denn jetzt Ja. so viel gegessen habe oder so. Oder vielleicht ist das auch ein Muster, das einem erstmal gar nicht so bewusst ist, Ja. weil wenn man mich zum Beispiel früher gefragt hätte, ob ich auch so mich überessen würde, ich bin da erst die letzten Jahre drauf gekommen, dass mir das so oft so ging, dass ich mich sehr oft überessen habe. Ne? Vergessen? Vergessen, überessen, Egal. übergegessen, macht es Übergegessen egal. habe. Ja, das wäre mein. Genau. Das wär mir vor einiger Zeit noch nicht mal bewusst gewesen, weil ich dachte immer, nö, es passiert mir nicht, ist mir Ja. nicht passiert, nee, nee, gar Ja. nicht. Aber das stimmte nicht, das musste mir erst mal bewusst werden. Das heißt, das ist auch so ein Prozess. Und wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, es geht jetzt hier nicht darum, irgendein Ideal anzustreben und perfekt zu werden und, ne? Aber wir können in eine gewisse Richtung uns wieder bewegen und können wieder sagen, hey, ich möchte gern bewusster sein. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, weil uns das bewusstere Leben einfach auch mehr Gesundheit, mehr Erfüllung bringt, mehr Liebe bringt, ne? Auch in unseren Beziehungen und so, ne? Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes fortgeschritten von uns selbst. Und damit, man könnte es jetzt ein kleines Wortspiel als Rückschritt zu sich selbst einfach nochmal sehen. Und wenn man vom Essen wegkommt, ich habe jetzt gerade so noch ein paar Beispiele so von mir, von meinem Leben. Also ich bin schon sehr in meiner eigenen Bubble drin und gucke schon sehr differenziert, was lasse ich in den Kopf rein, was lasse ich in meinen Mind rein. Und manchmal ist es aber auch eine bewusste Entscheidung, dass ich auch auf der Couch hocke vorm Fernseher und gucke mir irgendwas an. Als bewusste Entscheidung. Manchmal auch als bewusste Entscheidung, um mich von etwas abzulenken, weil ich einfach den Impuls habe, ich kriege es jetzt nicht aus dem Kopf, ich brauche jetzt hier mal, will mal in eine ganz andere Welt eintauchen und hocke auf der Couch und gucke mir irgendwas an. Genau. Ich glaube, es ist hilfreich, sich das alles mal bewusst zu machen, um immer mehr und mehr bewusste Entscheidungen zu treffen. Um welchen Konsum, ob mit oder ohne Kalorien verbunden, es sich auch immer Ja, handelt. Ne? Genau. genau. Also ganz egal, was es ist, genau die Beispiele, die ich ja vorhin genannt habe, das sind einfach nur so Aspekte, wo wir dich auch mal einladen, selber auch mal reinzuschauen, reinzuspüren in verschiedene Aspekte des Lebens. Ich glaube, jeder Mensch konsumiert auf eine gewisse Art und Weise. Und Ohne Konsum ist, glaube ich, überhaupt nichts mehr möglich hier jetzt gerade, oder? Wir konsumieren doch immer. naja, auf eine gewisse Art und Weise, das ist das, was ich meine hier, mit der bewussten Entscheidung einfach dafür. Aber ja, deswegen, also es geht nicht darum, irgendwie perfekt zu werden oder so, ne? Und genau. In Teil diesem 1 Sinne. zum Konsum. Ich glaube, da sprechen wir noch öfter drüber. Genau. Gut. In diesem Sinne, ah, hey. Ah, hey, bis zum nächsten Mal.